Hey, ich bin's wieder, eure Soppel, und ich zeige euch heute herbstliche Dekorationen für euer Zimmer und auch ein DIY. Und ja, los geht's! Als erstes habe ich einfach mein Bett mit ein paar herbstlichen Kissen und Decken verschönert. Und ja. Als nächstes habe ich mein Regal ein bisschen herbstlicher gemacht. Und zwar habe ich einfach schön herbstliche Kerzen hingestellt und so Fake-Blätter in so einen Blumentopf getan und noch so einen schönen Porzellankürbis hingestellt. Und ja. Und damit das Ganze nicht so kahl aussieht und einfach nochmal herbstlicher, habe ich noch ein paar Blätter und Mini-Tannenzapfen dazu getan. Und ja, ich finde das richtig schön. Dann habe ich meine Kommode verschönert und zwar habe ich da einfach nur so Kerzen hingestellt und so einen Bilderrahmen. Den kann man von zwei Seiten anschauen, also es gibt zwei Seiten von dem, das ist richtig schön, finde ich. Und ja. Dann habe ich als nächstes von Nanunana so coole Deko-Drahtkugeln und die hänge ich mir an meine Lampe oben als Dekoration, damit sie so von der Decke hängen, mit einfach einem Draht. Als erstes biegt ihr den Draht so ein bisschen, damit ihr das gut durch diese Kugel, durch so ein Loch durchmachen könnt. Und dann dreht ihr das einfach so ein. Ist total einfach und ja. So hat es dann ausgeschaut und ja, dann habe ich noch alle anderen gemacht und ja. Und dann habe ich sie einfach nur noch aufgehängt. Als nächstes machen wir jetzt noch eine Art Girlande, also mit Wäscheklammern, wo ich einfach Bilder dran hänge, vielleicht auch so, keine Ahnung, irgendwas Herbstliches. Und ja, das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht dafür einfach nur Wäscheklammern, am besten so Holz, dann schaut das noch cooler aus. Und einfach nur noch ein Band und dann macht ihr das so lange, wie ihr es haben wollt. Und dann macht ihr die Wäscheklammern dran. Dann müsst ihr es einfach nur noch aufhängen und dann noch so Bilder dranhängen oder Sachen, die ihr dranhängen wollt. Ich habe noch Blätter hingehängt, die Bilder nicht einfach und ja. So, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich habe die Abmoderation vergessen und deshalb drehe ich sie jetzt noch schnell. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir das ja gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Und ihr könnt mich auch gerne kostenlos abonnieren. Und wenn ihr solche Videos öfter haben wollt, dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Und ja, ciao!